Du meine Güte! Was ist denn? Ein Trampolin, ein Trampolin. Was denn nun bitte? Ach bitte, Homer, schlepp uns nicht noch mehr alte Krücken an. Das könnte dir so passen. Das Trampolin kriege ich. Hey, das Wasser ist nicht gratis. Kasti. Ich bin's. Kommen Sie wegen des Trampolins? Ja, wie sieht's denn aus? Bei meinen Auftritten gab's immer viel Artistik. Stattdessen werde ich jetzt mehr schmutzige Limericks ins Programm nehmen. Es gab mal einen Mann namens Enes. Und das Ding darf ich umsonst mitnehmen? Klar doch. Jetzt gehört es Ihnen. Du bist ein braver Hund. Ja, das bist du doch auch, oder? Hallo, Junge. Hallo, Junge. Hm? Hallo, Junge. Wow. Wow. Ich kann es einfach nicht glauben. Wow. Yippie. Dad, das lässt dein Kasten vergessen, was für ein trostloser Vater du all die Jahre warst. Wow! Davon werde ich nie genug kriegen. Darauf werde ich meine Hochzeit feiern. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Marsch, das ist die beste Gymnastik, die es gibt. Und es verdoppelt den Wert unseres Hauses. Außerdem gab es das umsonst. Ist es auch stabil genug? Aber selbstverständlich. Und das ist erst der Anfang. Ich habe nämlich große Pläne. Das riecht aber komisch da drin. Nein, es riecht nicht. Juhu. Otto, bist du verletzt? Nein, reck mir nur die Schulter wieder ein. Danke, mein Junge. Hey, jetzt hat er sich vorgedrängt. Ja. Oh, mein Arm. Juhu, auch ich habe ihm die Zunge gebissen. Jeder Sprung bringt einen näher zu Gott. Fang mich, Gott, fang mich. Juhu, oh. Was haben wir getan, dass Gott wütend auf uns ist? Du bist schuld. Springt nicht auf mir rum, ich bin verletzt! Kinder, Kinder, wenn einer verletzt ist, beiseite treten und andere springen lassen! Homer, das ist ja furchtbar! Okay, ist ja gut. Ich werde mir was einfallen lassen. Ich hab dir gleich gesagt, das ist keine gute Idee. Na ja, wie du meinst. Dann schaffe ich das Trampolin wieder weg. Hey, Krusty, ich möchte Ihnen das Trampolin... Fahren Sie weiter, und zwar sofort! Weg ist es. Das war das Letzte, was wir von unserem Trampolin gesehen haben. Damit sind wir es endgültig los. Wenn das ein Trickfilm wäre, würde der Felsen jetzt abbrechen. Ich hab Durst. Schachmatt, Mr. Trampolin! Na schön. Im Moment hast du zwar gewonnen, aber eines Tages wirst du rosten. Rosten wirst du. Dad? Willst du das Trampolin wirklich loswerden? Oh ja. Pass mal auf. Das ist ein Fahrradschloss. Und jetzt drehen wir uns um und zählen bis drei. Eins, zwei, drei. Naja, zählen wir doch bis fünf. Oh, jetzt habe ich endlich ein Bett. Sehr gut. Leise, sonst weckst du den alten Simpson auf. Hey, das Trampolin ist weg. Dann hüpfen wir stattdessen auf dem Auto rum. Oh.